Ein frühlingshaftes Willkommen, sagt Daniel Sturm zur Mediensendung Unter den Kulissen. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist heute bereits die 75. Ausgabe meines Magazins. Und wie ihr wisst, stehen nicht nur Dokumentationen, Podcasts und Filme im Mittelpunkt meiner Sendung, sondern immer wieder auch Vereine. Und natürlich habe ich mir für diese Jubiläumsausgabe einen ganz besonderen ausgesucht, aber dazu später mehr. Im Mai 2020 war es, als mich Sascha Keil fragte, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm das Radio Unterwelten aus der Taufe zu heben. Ende Mai war dann schon die erste Episode meiner Unter den Kulissen-Sendung zu hören. Damals mit dem Thema Kalter Krieg. Unglaubliche 7 Monate lang habe ich dann wöchentlich eine Ausgabe beigesteuert, was natürlich nur aufgrund des Corona-Lockdowns möglich war. Und nicht nur die Themen der Sendung waren sehr vielfältig, sondern die Sendung selbst hat sich auch verändert über die Zeit. Gab es zu Beginn noch keinen Interviewgast, hat es nur 3 Sendungen gedauert, bis ich bemerkt habe, dass so ein Gast die Sendung deutlich auflockert. Auch Musik war am Anfang noch dabei, aber seit wir auf komplette Eigenproduktion umgestellt haben, um urheberrechtlich sauber zu senden, ist die Musik zugunsten der Interviews verschwunden. Im Jahr 2021 habe ich dann auf einen 14-tägigen Rhythmus umgestellt, den ich dann wiederum ein ganzes Jahr lang durchgehalten habe. Da aber immer mehr Formate hinzukamen, war auch das im Folgejahr schon wieder Geschichte. Seit Januar 2022 halt eine Unter den Kulissen-Episode pro Monat über den Radio Unterwelten-Äther, was ich bis heute einhalten konnte. Und so kommen dann schon 75 Folgen zustande und ich frage mich, wo die Zeit eigentlich geblieben ist. Aber wie schon erwähnt, habe ich mir für das 75. Jubiläum ein besonderes Thema und auch einen besonderen Verein ausgesucht. Einige von euch werden meinen heutigen Interviewgast auch schon kennen und ich darf verraten, dass wir exklusiven Einblick in ein Projekt erhalten werden, was eben erst entsteht. Ich freue mich sehr, Lukas Arnold aus Wien endlich auch in meiner Sendung begrüßen zu dürfen und sage ein herzliches Servus in den Wiener Untergrund, lieber Lukas. Ja, Servus Daniel, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier bin und mit dir sprechen darf. Das freut mich sehr. Was hat mich dieses Mal nach Berlin verschlagen? Und zwar, ich fühle mich ja sehr wohl hier und ich bin immer wieder gern bei euch in der Berliner Unterwelt. Und der Grund dieses Mal war, so paradox es klingt, die Wiener Unterwelt, weil mich Jürgen eingeladen hat, zum Vortrag zu kommen, als Vortragender bei eurem Vereinsabend. Und ja, und das freut mich sehr, dass ich da dieses Mal dabei sein durfte und einen richtig spannenden Vortrag halten durfte, der auch sehr, sehr gut angekommen ist. Trotzdem hast du ja so ein paar Sachen hier in Berlin besichtigt, wenn ich richtig liege. Wo warst du überall? Ich freue mich sehr, dass mir Dietmar exklusiv die Dresdner Straße gezeigt hat, also euer neues Projekt. Also an der Stelle wirklich mega Anlage und Gratulation zu so einer tollen Anlage. Und wir haben ja auch gesehen, wie ihr da auch das jetzt schon dran gearbeitet habt, weil Dietmar hat uns ja gesagt, dass da quasi alles stockfinster war. Und wenn man das jetzt sieht, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann natürlich das Highlight, gemeinsam mit Jan sind wir in den Wasserteil gegangen, das war auch super spannend. Ja, dann die Teichstraße mit dir, lieber Daniel, Exklusivtour, also danke dir dafür. Auch total spannend, weil wir in Wien haben zwar solche Bunker gehabt, ein Teil ist abgerissen, 2 stehen noch, die sind aber komplett umgebaut, beziehungsweise eine ist einfach nur mehr die Betonhülle und drinnen ist nichts mehr. Und da bei euch zu sehen, wie dieser Bunker einmal ausgeschaut hat, das ist natürlich auch für mich als Wiener total spannend, weil ich eben nur die leeren Bunkerhüllen kenne und das war auch ein richtig cooler neuer Einblick in diese Thematik. Ich habe dich ja auch an eine Stelle geschleppt, die kein unterirdischer Bunker war, aber durchaus eine gewisse Atmosphäre ausgestrahlt hat. Wir waren in der Gedenkstätte Plötzensee. Wie war das für dich? Also um ganz ehrlich zu sein, war das also schon also sehr berührend und emotional irgendwie. Und wie du richtig sagst, also die Energie dort war schon speziell. Und als wir dort waren, war ja noch das Wetter auch windig und sehr nebelig und so ein bisschen verhangen.
Und es war schon, also es freut mich, dass du mich dorthin gebracht hast, weil ich finde, auch dieser Teil ist einfach Zeitgeschichte und es ist passiert. Und ich finde das super, dass man das quasi historisch und als Gedenkstätte aufgearbeitet hat, weil es eben passiert ist. Es war auch sehr interessant, aber wirklich auch sehr, also schrecklich. Also ich kann mir das sowas gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall ein interessanter Teil, ein schrecklicher Teil unserer Zeitgeschichte, aber schön, auch das besichtigt zu haben, dass man auch weiß, man muss alles tun, dass so eine schreckliche Zeit nie wiederkommt. Und ich glaube, das Beste, um so etwas zu verhindern, ist einfach Aufklärung zu schaffen, dass die Leute einfach sehen, wie es damals war und dass man alles tut, dass es nie wieder so war. Lieben Gruß an dieser Stelle auch an Matthias, der ja da die Besucherbetreuung macht. Der hat euch auch ein paar Geschenke dagelassen. Das heißt, du kannst jetzt nochmal nachlesen, ne? Genau, das Buch habe ich bekommen und da bin ich schon gespannt und werde mir nochmal die Geschichte im Detail dazu anlesen. Das heißt, du bist sozusagen aber ausnahmsweise mal nicht wegen deiner anderen großen Berliner Liebe hier in der Stadt. Richtig, wegen Union Berlin diesmal nicht. Aber ich habe ja schon beim letzten Gespräch gesagt, dass nicht nur Union Berlin der Grund ist, warum ich so gerne nach Berlin komme, sondern auch die Berliner Unterwelt und ihr vom Verein, wo ich ja jetzt doch schon einige Leute kenne und mich sehr gut verstehe. Und genau, und dieses Mal war es eben der Vortrag, aber natürlich auch, dass ich ein bisschen mehr unterirdische Anlagen von euch kennenlerne. Trotzdem ist deine große Leidenschaft der Untergrund von Wien. Weißt du noch, wie du damals dazu gekommen bist? Weiß ich noch sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Und zwar, das war im Mai 2017, am 1. Mai ist, glaube ich, ein Feiertag. Und da war ich, also das erste Mal, dass ich in Berlin war, war 2016. Da habe ich eine Tour bei euch mitgemacht, und zwar war es die Tour 1, Dunkle Welten, weil ich mich da begonnen habe, mit der Unterwelt allgemein zu interessieren und mit der Zeitgeschichte. Und die Tour hat mich total, also damals total begeistert, weil es quasi meine allererste Unterwelten-Tour war. Also 2016, da war ich 17. Also da habe ich mich gerade begonnen, so mit dieser Thematik zu befassen. Und ja, und dann 2017 eben war mein zweiter Berlin-Besuch, war für mich klar wieder Berliner Unterwelten. 1. Mai um 10 Uhr war ein Feiertag und da habe ich also die Flaktum-Tour gemacht. Und ja, da war ein gewisser Jürgen Wedemeyer Referent, der ziemlich schnell gemerkt hat, ich bin ein junger Bursch, der aber ein voller Energiebündel ist. Und der hat mich dann nach der Führung zu sich ein bisschen so auf die Seite geholt und hat so gemeint, du bist aus Wien, ich merke, du bist motiviert, du kennst dich schon ein bisschen aus. Vernetzt sich doch mal mit Wien und mit der Wiener Unterwelt. Und das war so quasi der Startschuss, dass ich so richtig intensiv mit dieser Thematik in Berührung gekommen bin. Also quasi, das finde ich auch immer so lustig, dass ich, bevor ich mich mit Wien befasst habe und der Wiener Unterwelt, quasi mich zuerst mit Berlin, mit euch, mit den Berliner Unterwelten und mit der Berliner Unterwelt befasst habe und dann nach ein paar Monaten mit der Wiener Unterwelt. Genau, also so war der Startschuss. Mittlerweile 7 Jahre, also die Zeit verrennt und verrennt. Ich wollte gerade sagen, du hast ja ein paar Jahre Erfahrung gesammelt in der Wiener Unterwelt, aber startest jetzt nochmal richtig durch mit einem Projekt. Erzähl, was kommt auf uns zu? Genau, du hast es schon gut angekündigt. Also was mich auf jeden Fall freut, damals 2017 habe ich für mich persönlich gesagt, mein Ziel ist es, in den nächsten 10 Jahren in Wien einen Verein zu gründen, mit Ziel, so etwas in klein zu machen, was ihr hier in Berlin geschafft habt. Was meine ich damit? Ich finde das einfach total toll, den Besuchern, also den Menschen, die Möglichkeit zu geben, als Besucher die historischen Anlagen anzuschauen. Und gerade in Wien wimmelt es ja nur so an historischen Anlagen. Wir haben ja in Wien quasi so zwei Themen. Wir haben zum einen natürlich, so wie ihr hier habt in Berlin, die Thematik Zweiter Weltkrieg, also die ganzen damit verbundenen Weltkriegsbunker. Und dann haben wir, und das ist das Besondere, was es ja hier in Berlin nicht gibt, die historische Wiener Unterwelt, also 2000 Jahre alte Stadtgeschichte. Und da haben wir vor allem im ersten Bezirk, also rund um den Stephansdom, den man ja kennt, in der Wiener Innenstadt, unter fast jedem Haus 3 bis 4 Geschoss tiefe Keller, die teilweise noch aus Mittelalter zurückzuführen sind, teilweise sogar noch römische Fundamentsteine
im Keller integriert haben. Also da reden wir wirklich von 2000 Jahre alter Stadtgeschichte, die im Untergrund der Stadt lebendig werden. Und als ich mich damit näher befasst habe, war für mich eben ziemlich schnell klar, ich möchte diese Thematik und vor allem diese Anlagen oder diese Orte nicht nur für mich behalten, sondern ich möchte das an die Bevölkerung weitergeben. Und für mich war aber auch von Anfang an klar, sowas geht nicht von heute auf morgen. Und deshalb habe ich mir damals eben das Ziel gesetzt in den nächsten 10 Jahre, weil ich damals gemeint habe und nach wie vor der Meinung bin, dass man so eine Thematik langsam und behutsam angehen sollte und da jetzt nichts überstürzen, weil wir wollen ja nicht schnell hoch und dann schnell fallen, sondern wir wollen sukzessive hoch und dann oben bleiben. Und genau, und mittlerweile ist, wie du richtig angekündigt hast, jetzt das ganz neue Projekt am Start. Dieses Projekt heißt Neuer Verein mit dem Namen Unter Wien, wurde jetzt gerade ganz neu gelauncht und mit diesem Verein wird auf jeden Fall sehr Großes auf alle zukommen. Es gibt ja jede Menge, wie du schon richtig gesagt hast, im Wiener Untergrund. Wie steht's denn um den Zivilschutz, also Kalter Krieg? Was findet man da im Wiener Untergrund? Ja, Kalter Krieg ist in Wien insofern total spannend, weil ja eigentlich Wien war ja auch Sektoren unterteilt, was ja Leute, die so jung sind wie ich oder ich sage einmal ab die 70er Jahre oder eigentlich schon früher, also ab der Zeit, Österreich ist ja seit 1955 neutral, hat sich ja damals zur immer werdenden Neutralität entschlossen und seitdem ist ja eigentlich bei uns in Österreich, also seitdem war ja diese Thematik geteilt und Kalter Krieg nie wirklich so Thema, weil Österreich ist ja neutral. Aber, und das ist das Interessante, ich habe mich jetzt eben für das neue Projekt, also das neue Projekt ist eben der Verein und wir haben jetzt auch eine Anlage, die wir schon bald in ein paar Wochen werden wir dort erstmals auch Gruppen durchführen, damit wir auch den Besuchern zeigen können, was es halt allgemein in Wien an unterirdischen Bauwerken gibt, habe ich mir auch das Projekt gesetzt, mehr Bunker in Wien zu finden. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, gibt es in Wien auch ABC-Bunker? Und dann bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass es nicht nur einen gibt, sondern mehrere, von denen aber so gut wie keiner weiß, vor allem nicht die Zivilbevölkerung, weil diese Bunkeranlagen nie für die Zivilbevölkerung gedacht waren. Das waren Bunkeranlagen unter wichtigen Ministerien vom Bund, also von der Republik Österreich, die quasi für wichtige Personen waren oder für die Arbeiter, die halt für das Bundesministerium arbeiten. Und diese Anlagen gibt es aber noch. Und das ist wirklich total faszinierend und spannend, weil das einfach wirklich niemand kennt und niemand weiß. Ich habe allerdings gehört, dass das Rankommen da relativ schwierig ist und dass der Umgang mit der Historie seitens der, ich sag jetzt mal, Regierung nicht so einfach ist, oder? Genau, also das stimmt leider vollkommen. Also die Problematik ist halt die, dass halt die Zeitgeschichte rund um den Zweiten Weltkrieg sehr elegant wegchauffiert wird. Also so aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist halt meiner Meinung nach der falsche Umgangston mit dieser Thematik. Weil, wie bereits erwähnt, es war eine furchtbare Zeit und Wahnsinn, was passiert ist, aber wenn man es so vor sich hinschiebt und quasi das ausradiert, ist es halt auch meiner Meinung nach nicht der richtige Umgang. Was ist der richtige Umgang? Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist der richtige Umgang, dass man die Geschichte beleuchtet, dass man die Leute über die Zeitgeschichte informiert, aber, und das finde ich wichtig, halt von allen Seiten beleuchtet. Das heißt, dass man wirklich alle Seiten beleuchtet und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, als ob man vom neuen Verein, von Unter Wien, jetzt nun erstmals heute erwähnt, Unter Wien heißt dieser neue Verein, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diese Geschichte von allen Seiten beleuchten. Das heißt, ich habe mich auf den Weg gemacht und habe viele Zeitzeugen interviewt. Also ist ja im Jahr 2024 mittlerweile wirklich eine Suche wie eine Nadel im Heuhaufen. Ich habe aber tatsächlich noch Damen und Herren gefunden, alle so im Alter von 94 bis 96, die ja wirklich alle noch total fit im Kopf waren. Und die haben mir Geschichten teilweise erzählt, wo mir wirklich tagelang mulmig war, weil es einfach so für mich als junger Mensch unvorstellbar ist. Und wenn man dann eine 94-jährige Dame vis-à-vis sitzen hat, die zum Weinen beginnt, weil sie sagt, sie war im Luftschutzkeller und 3 Bomben sind aufs Haus gefallen und durch den direkten Bomben
Treffer sind die Wasserrohre geborsten und in dem Keller sind 7 Leute ertrunken, unter anderem die Lehrerin, die sie an der Hand gehalten hat und die dann langsam abgesackt ist, weil das Wasser immer weiter gestiegen ist und die dann neben ihr ertrunken ist, oder auch der Vater. Und das sind halt Geschichten, wo ich einfach sage, es ist einfach Wahnsinn. Und ich glaube aber, dass man genau mit solchen Geschichten auch wirklich dieses Bewusstsein auch schafft. Und unter anderem diese Dame wird Teil der neuen Führung in Form von einem Video. Dann habe ich mich auch getroffen mit einer jüdischen Zeitzeugin, die mir auch ihre Geschichte erzählt hat, die genauso berührend war. Ich will nicht sagen noch berührender, aber da ging es halt darum, dass halt auch der Onkel, der wurde in einem KZ, im KZ Buchenwald, wurde der deportiert und ist dort dann auch umgebracht worden. Die war ein halbes Jahr versteckt in einem Keller. Also das sind Dinge, wo man sich einfach, das kann man sich nicht vorstellen. Und mein Ziel ist es halt genau mit diesen Thematiken auch zu arbeiten. Das heißt, diese Zeitzeugengeschichten damit einzubringen. Weil das Motto von uns ist der Bunker als Mahnmal. Also wir wollen natürlich die ganze Geschichte beleuchten. Also wir werden natürlich auch Details über den Bunker erzählen. Wir werden natürlich auch ein bisschen in die Details gehen. Aber uns ist eben ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier eine Führung, wo es geht, Zweiter Weltkrieg 1,5 Stunden oder Bunker, Technikgeschichte 1,5 Stunden, sondern uns geht es halt wirklich darum, kurz und prägnant alles zu beleuchten, aber eben vor allem diese Thematik, den Bunker als Mahnmal zu präsentieren. Also wirklich ein Mahnmal, wo eben gerade so Zeitzeugengeschichten meiner Meinung nach einen ganz wichtigen Teil haben, weil das sind halt wirklich noch die Leute, die jetzt noch erzählen können, wie es damals war. Um die Zeitzeugen zu konservieren, wenn ich das mal so sagen darf, sind ja die neuen Medien, also die Digitalität ganz wichtig. Und ich weiß, dass ihr da auch neue Wege gehen wollt. Was ist geplant? Genau, also ein Projekt, also ein Teil ist eben diese neuen Medien. Das ist aber, also das ist noch ein eher, also ein Top-Secret-Projekt, sage ich einmal. Also da will ich noch nicht so viel verraten, weil das gerade erst im Entstehen ist. Also das neue Projekt befasst sich quasi mit einer neuen medialen Technik, wie man halt wirklich hautnah die Unterwelt erleben kann. Genau, und da arbeiten wir gerade dran und wird es schon bald Neuigkeiten dazu geben. Aber am besten einfach einmal in den nächsten Wochen zu einer der neuen Führungen kommen und dann wird jeder Besucher auch ziemlich schnell mehr zu diesen neuen Projekt erfahren. Kannst du denn den Wiener Untergrund irgendwie in Schwerpunkte einteilen? Also setzt ihr mit eurem Verein Schwerpunkte, was Thematiken angeht im Wiener Untergrund? Prinzipiell Schwerpunkte nicht, sondern unser Ziel ist es einfach, so viel wie möglich zu dokumentieren und so viele Anlagen wie möglich den Besuchern öffentlich zugänglich zu machen. Nur da haben wir halt in Wien das große Problem, dass es einfach schwierig ist, dass wir da regelmäßig in Anlagen gehen, weil da natürlich die Haftungsfrage ist. Und vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von der Thematik Bunker, sondern mehr in die Thematik historische Wiener Unterwelt, also diese ganzen tiefen Keller, was ich erwähnt habe, da ist halt die große Problematik, dass die meisten Keller unter Häuser liegen, wo der erste Keller genutzt wird. Also gerade in der Wiener Innenstadt hat man unter fast jedem Haus Geschäfte. Die Geschäfte haben wiederum im ersten Keller ihre Lagerstätten. Und da sind natürlich dann die Geschäftsinhaber nicht so ganz begeistert, weil jeder, der schon mal in Wien war, weiß, dass direkt rund um den Stephansdom wirklich die besten und teuersten Marken zu Hause sind, die nachdem natürlich auch viele Wertgegenstände in die Keller gelagert haben. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass für mich persönlich zu Recht auch die Mieter dann sagen, naja, wir wollen aber nicht, dass da jetzt regelmäßig Leute in den Keller kommen, weil wir wissen ja nicht, wer da dabei ist. Also das ist jetzt noch so ein bisschen also unser neues Ziel quasi, dass wir da es schaffen, dass wir da Hausverwalter bekommen, die uns da ermöglichen exklusiv die Einstiege in die Wiener Unterwelt. Aber jetzt einmal ist das erste Objekt eben ein originaler Luftschutzbunker, wo eben mit multimedial quasi der Bunker begehbar gemacht wird. Also wir haben da wirklich coole Sachen geplant. Also eben man geht nicht nur durch, sondern eben
Zeitzeugenvideos und viele weitere Dinge. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ich wollte gerade fragen, wo die Probleme liegen, wenn man so ein großes Projekt aufbaut. Eins ist ja zum Beispiel Zeitzeugen zu finden. Ein anderes ist die Stadt davon zu überzeugen, dass das gerade ein sinnvolles Projekt ist. Ich nehme an, das, was du gerade geschildert hast, ist auch nicht so ganz einfach. Wie stelle ich mir das vor? Klapperst du laut Plan die Stadt ab in Wien und klopfst an, wo du denkst, da könnte ein Keller drunter sein und fragst an, oder wie läuft das? Klingt jetzt wirklich eher spaßig, aber genau so ist es, Daniel. Also gerade in der Wiener Innenstadt, da wissen wir, dass was unter jedem Haus 3 bis 4 Geschoss tiefe Keller sind. Und da ist es tatsächlich so, also dass ich da wirklich teilweise, wenn ich Zeit habe, von Haus zu Haus gehe, beim Portier anläute oder beim Hausverwalter, je nachdem wer halt gerade da ist, mich kurz vorstelle. Mittlerweile kennen mich ja auch viele Wiener und Wienerinnen, weil ich ja auch immer wieder in die Medien bin, schon bei vielen Büchern mitgewirkt habe. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Vorteil, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder aufs Neue dann auch, wenn ich es einmal schaffe, dass ich die Genehmigung bekomme, ist natürlich dann auch immer, wie du richtig sagst, diese Überraschung, ist da überhaupt was unten? Also es ist schon öfter passiert, dass ich dann über Wochen weg Genehmigungen erkämpft habe, dann war ich im Keller und dann habe ich eine Überraschung gehabt im Sinne von, es war halt nichts da. Also sowas gibt es natürlich auch. Aber dann gab es natürlich auch Keller, wo dann wirklich noch, also einen Keller kenne ich, da ist zum Beispiel noch ein originaler Luftschutzkeller eingerichtet mit die Bänke, mit die Aufschriften. Und das sind dann natürlich wieder diese positiven Überraschungen und die positiven Seiten. Und ich sage immer, im Endeffekt, ich habe nichts zum Verlieren. Natürlich ist das alles sehr viel Zeit, die ich da investiere, aber es macht mir einfach sehr viel Spaß. Also das ist auch meine Motivation, dass ich mir denke, irgendwann ist dann was Cooles dabei. Und genau, also es ist wie ein Überraschungsei quasi, dass man halt nicht weiß, was öffnet man jetzt, wenn man in den Keller geht. Aber jedes 10. Ei ist dann eine tolle Überraschung, sozusagen. Es hängt ja noch mehr Arbeit dran. Ich nehme an, ihr werdet auch eine Medienpräsenz haben. Gibt es eine Homepage? Gibt's, also www.unterwien.at. Ist schon online, auch Facebook und Instagram, also da gerne ein Like dalassen, dann ist man immer am neuesten Stand. Und na klar, also wir wollen natürlich auch über Social Media die Leute informieren, aber unser erstes Ziel ist es eben mit Führungen, weil ich mache eben die Unterwelt, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt seit 7 Jahren. Also ich bin ja mit meinem Account Wiener Unterwelten, bin ich ja ziemlich erfolgreich unterwegs. Und was mir da einfach in den letzten Monaten aufgefallen ist, dass halt ganz, ganz viele Leute mit mir hinunter wollen in die Unterwelt. Und das war dann auch so dieser Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nach 7 Jahren ist genau der richtige Zeitpunkt, weil wenn ich dann teilweise jeden Tag 3, 4 Mails oder Nachrichten bekommen habe, alle nach dem gleichen Motto, super Sache, super coole Videos, super coole Fotos, tolle Beiträge, aber wir wollen da auch runter, wir wollen das auch sehen und nicht nur via Fotos, sondern wir wollen das real sehen. Und das war dann so meine Motivation, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mal gute Vorarbeit geleistet, ich habe jetzt eine große Community auf Facebook und ich habe vor allem die Anfragen, ich habe die Leute, die mit mir da runtergehen wollen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist perfekt, dass ich den zweiten oder den nächsten Schritt setze. Und ja, und da habe ich jetzt auch ein cooles Team um mich, die ich gefunden habe und mit denen baue ich jetzt das auf und es macht einfach total Spaß, wenn man einfach sieht, dass halt diese Fortschritte und man beginnt wirklich im Kleinen und dann hat man mal ein Konzept, dann hat man die Idee und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn wir dann eben die ersten Führungen machen dürfen und ja, es wird auf jeden Fall viel Arbeit natürlich, aber das muss ich euch nicht sagen, aber es macht einfach Spaß und ich glaube, umso mehr Arbeit man hineinsteckt, aber wenn man im Endeffekt dann das Resultat sieht, umso mehr Spaß macht es und umso mehr Freude hat man dann an der Sache, weil es natürlich auch so ist, dass man dann natürlich auch stolz drauf ist und genau, und darauf freue ich mich wirklich schon, wenn dann die Führungen starten. Du bist ein Freund von Kooperationen, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist oft hier in Berlin und betonst immer wieder, wie gerne du auch Dinge mitnimmst, Ideen lernst. Ich weiß, dass du auch schon in den Nürnberger Unterwelten unterwegs warst. Wie wichtig ist es dir, in anderen Städten zu gucken? Was machen die anderen? Kann man mit denen zusammenarbeiten? Das ist mir persönlich sehr wichtig. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen, egal welcher Unterweltenverein. Und dieses Ziel ist, glaube ich, zum einen die Dokumentation und zum zweiten
also Dokumentation und Erforschung, und zum zweiten eben die Anlagen öffentlich zugänglich zu machen. Und da ist es für mich persönlich natürlich gerade jetzt im Aufbau auch ganz, ganz spannend, und vor allem kann ich da ganz viel Infos mitnehmen, wenn ich mich eben mit anderen Vereinen austausche. Und Nürnberg, vollkommen richtig. Ich bin auch mit der Hamburger Unterwelt in Kontakt. Ich war letztes Jahr auch in Stuttgart bei den Kollegen von dem Verein dort, der dort Anlagen betreut. Und was ja auch interessant ist, dass ja jeder Verein auch ein anderes Modell hat, wie er diese Sachen angeht, also wie zum Beispiel jetzt der Mitarbeiter beschäftigt oder extern und lauter so Details. Und das ist natürlich für mich gerade im Aufbau auch sehr wichtig. Und abgesehen davon freut es mich einfach, wenn wir so einen Austausch haben, weil im Umkehrschluss sage ich ja auch immer und betone es auch immer, dass ich mich natürlich auch ganz, ganz viel freue, wenn dann Kollegen eben aus Berlin nach Wien kommen, von Stuttgart nach Wien, also dass ich denen dann auch zeigen kann. Und ich glaube, man sagt das so schön, gemeinsam sind wir stark, und ich glaube, jeder kann da von jedem lernen, der eine wahrscheinlich mehr, der andere weniger, aber ich glaube, dass da diese Vernetzung auch, also für mich persönlich ganz wichtig ist, und ja, und das finde ich einfach toll, dass eben diese Kooperation auch so gut funktioniert, also Kooperation, diese Zusammenarbeit auch so gut funktioniert. Ich habe gehört, dass die Findung des Vereinslogos nicht so ganz einfach war. Erzähl mal, wie entsteht sowas? Ja, also das war tatsächlich ein sehr langwieriges Projekt. Das Schöne daran ist, also dass der Clemens, mein Kollege, mit dem ich den Verein gegründet habe und mit dem ich den Verein jetzt aufbaue, dass sein Sohn das auch im Verein dabei ist und sehr motiviert ist. Und es war natürlich die Frage, was nimmt man als Vereinslogo? Und da ist natürlich der erste Gedanke, Wiener Unterwelt, man nimmt irgendwie Gewölbe. Dann haben wir das so ein bisschen versucht, und dann kam aber ziemlich schnell so, okay, Gewölbe, aber was ist das? Das könnte eine Gruft sein, also wir hatten so ein Ziegelgewölbe, es könnte eine Gruft sein, es könnte aber auch ein Weinkeller sein. Und da haben wir uns dann gedacht, wir wollen ein Logo haben, wo die Leute eigentlich sehr schnell merken, was ist, um was geht's uns eigentlich. Und unser Fokus ist zwar die Unterwelt im Allgemeinen, aber eben speziell die historische Wiener Unterwelt und vor allem die historischen Bunkeranlagen. Und dazu zählt jetzt nicht unbedingt ein Weinkeller, sage ich jetzt einmal, wo Wein gelagert ist. Und dann hat der Luki, also der Sohn von Clemens, begonnen mit einem Entwurf von einem Wiener Flakturm. Und das war dann zuerst eh auch so ein bisschen so die Frage, wollen wir das nehmen, weil Flakturm ist ja nicht unterirdisch. Da kam aber dann dieser Disput, Unterwelt Wien, eben Kellergewölbe, Weinkeller ist jetzt auch nicht ganz so passend. Und Luki hat das dann wirklich super gezeichnet, Tage gebraucht, hat da wirklich ein Kunstwerk draus entwickelt. Und ja, und deshalb ist jetzt unser Logo dieser schöne Flakturm von Wien, kunstvoll gestaltet. Und ja, und das ist jetzt wirklich ein ganz tolles Logo, wo ich mich auch sehr freue, weil das auch ein wirklich unvergleichliches Logo ist. Genau. Na, also der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall hoch, würde ich sagen, ne, mit Wien. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war eben auch so der Punkt, weil wir uns zuerst dann auch gedacht haben, irgendwie einfach ein Icon zu nehmen, was passend für Wien ist, beispielsweise Stephansdom oder Riesenrad oder so. Nur dann war uns eigentlich klar, ja, aber dann weiß man zwar, dass es um Wien geht, aber dann haben wir überhaupt keinen Unterweltenbezug. Und mit dem Flakturm haben wir zwar jetzt nicht direkt diesen Unterweltenbezug, aber den thematischen Bezug zur Zeitgeschichte. Und somit, glaube ich, haben wir da wirklich sehr, sehr gute Brücke geschlagen. Es ist wirklich für mich persönlich ein sehr, sehr schönes Logo geworden. Und das macht sich definitiv auch sehr gut auf T-Shirts und auf Visitenkarten. Ja, Mitgliedergewinnung ist ja auch so eine Sache. Ich weiß, dass der Verein ja auch schon ein paar Berliner Mitglieder hat. Ich darf auch verkünden, dass ich Mitglied bin. Gibt es da Ideen zur Mitgliedergewinnung? Wie läuft sowas? Macht man da Aufrufe in den Social Medias? Wartet man, dass Leute vorbeikommen, wo man sagt, ja, das könnte passen? Oder wie funktioniert das? Du kannst ja nicht auf deinem Marktstand das Megafon in die Hand nehmen und sagen, wie sieht's aus, habt ihr Bock, kommt in meinen Verein? Ja, also das ist, also da arbeiten wir noch, also da feilen wir quasi noch am finalen Konzept, also was du sagst, du bist ja schon Mitglied, also wir haben jetzt schon gezielt ein paar
Personen, die gesagt haben, sie wären gern dabei und wo wir auch gesagt haben, wir möchten die auch dabei haben, die sind jetzt schon dabei, wie beispielsweise du, wie beispielsweise Jürgen, der ja auch, das freut mich ja auch sehr, Jürgen ist ja auch Mitgründer des Vereins, also Jürgen ist Gründungsmitglied bei uns in Wien. Genau, und wie wir aber dann die Zukunft gestalten, das sind wir gerade am Abklären, ob wir wirklich auch von den Mitgliedern eher ins Große wollen oder eher da klein bleiben, das sind wir jetzt gerade am Abklären. Ich weiß, dass eine weitere deiner Leidenschaften die Fotografie ist und dass du den Untergrund ganz gut mit Fotografie verbindest. Was wird es da im Angebot geben? Du machst ja Fototouren, sind die weiterhin geplant? Genau, also die Fototouren möchte ich auch weiterhin machen. Also ich mache das ja eh nur so einmal im Monat, weil das Besondere an den Fototouren ist ja, dass der Fokus aufs Fotografieren ist und die Führungen vom Verein, die sind so wie ihr das habt, auf die Historie. Also das sind historische Führungen, also schließt das eine das andere nicht aus, sind auch andere Anlagen. Und genau, ich fotografiere sehr, sehr gerne und da ist halt die Wiener Unterwelt insofern auch super, weil man sagt es so schön, ein Fotograf kann alles selber steuern, außer das Licht. Und das ist natürlich ein Punkt, der in der Fotografie ganz wichtig ist, weil Licht ist das A und O. Mir hilft keine 10.000 Euro Kamera, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, am Brandenburger Tor stehe, bei der Mittagssitze und die Sonne mir direkt in die Kamera blendet. Also die Sonne ist natürlich das A und O und das Licht und in der Unterwelt von Wien hat man ja gar kein Licht. Und das ist insofern spannend, weil dann kann man eigentlich komplett individuell die Unterwelt beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt natürlich dann auch zu richtig tollen Fotos. Und das ist eben auch so mein Fokus und mein Schwerpunkt, dass ich eben mit meinen fotografischen Skills und Kenntnissen die Unterwelt fotografisch dokumentieren möchte. Und das halt anhand von richtig coolen Fotos. Und da spiele ich mich dann teilweise auch mit Langzeitbelichtungen, mit verschiedenen Ausleuchtungen. Also, weil mein Ziel ist es natürlich auch durch die Fotos die Neugierde zu wecken und vor allem auch durch die Fotos quasi auch den Leuten zu zeigen, was in Wien alles im Verborgenen liegt. Und das ist natürlich am besten, wenn man halt ansprechende Fotos hat, weil wenn du jetzt ein Bild hast, wo du mit der Kamera, mit einer Taschenlampe einfach drauf knallst und das komplett überbelichtet ist, weckt das natürlich nicht so die Neugierde, als wenn du das jetzt kunstvoll in Szene setzt. Das ist noch gar nicht so lange her, da hast du einige deiner Fotografien in einer Ausstellung gezeigt. Erzähl drüber. Genau, das war in einer Wiener Volkshochschule, mit denen ich auch schon seit vielen Jahren kooperiere, indem ich ab und zu Vorträge mache, Ausstellungen mache. Und genau, da hatte ich die Möglichkeit, dass ich ungefähr 50 Fotos dort ausgestellt habe, was insofern für mich auch sehr spannend war, weil Volkshochschule, da gehen halt die Leute hin, machen Kurse und nicht jetzt, dass sie Bilder anschauen. Was aber insofern für mich spannend war und auch viel tolles Feedback bekommen habe, weil ich da quasi Leute habe, die sich mit dieser Thematik gar nicht befassen. Und Leute, die einfach eben hinkommen, weil sie Yoga machen wollen und nicht, weil sie Bilder bekommen wollen oder anschauen wollen. Und das war halt für mich dann auch eine super Erfahrung, weil ich dann teilweise E-Mails bekommen habe, teilweise war ich vor Ort und Leute sind dann zu mir gekommen und haben dann gemeint, Mensch, super Fotos, super Thematik, interessant, wir wollen da mehr erfahren, haben sich dann meine Website angeschaut, zwei waren dann sogar bei einem Fotowalk von mir dabei und um das geht's mir. Also mir geht's ja auch, Leute wirklich anzusprechen, die eigentlich sagen, nee, also Unterwelt, was ist denn das? Und das interessiert uns nicht. Aber dann die Bilder sehen und sich dann denken, ja, aber das schaut schon interessant aus und das ist schon spannend. Und das gibt's bei uns in Wien. Und so halt wirklich die Neugierde wecken, aber vor allem den Leuten quasi auch zu zeigen, welche Schätze es in Wien eben gibt, von dem kaum jemand weiß. Und für mich sind teilweise die Anlagen wirklich Kulturschätze, und vor allem historische Schätze, weil es gibt zum Beispiel in den Kelleranlagen unter der Wiener Innenstadt gibt es mehrere Anlagen, also mehrere Keller, wo noch die alten steinernen Pferdetränken sind. Also die zeugen wirklich noch von einer Zeit, wo halt noch die Pferdefuhrwerke die Stadt geprägt haben, das Stadtbild geprägt haben. Und das ist natürlich total spannend, weil wenn man sich denkt, im Jahr 2024 fährt jeder nur mehr mit einem Elektroscooter, mit einem Elektroroller, Elektrofahrrad und Elektroauto herum
und man sieht eigentlich nur mehr Autos und Elektroroller so in der Gegend herumfahren und stehen. Und wenn man dann aber plötzlich 10 Meter unter der Erde steht und vor einem stehen die ganzen Pferdetränken, dann wird einem auch bewusst, dass eben vor 100 Jahren oder noch länger eben das Stadtbild geprägt haben, also die Pferde. Und das ist eben das, was es für mich auch so spannend macht, dass ich, also eines meiner Mottos ist auch, im Untergrund der Stadt wird Geschichte erlebbar, begreifbar und spürbar. Und ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt. Und diese Resonanz, dieses Feedback habe ich auch bei meinen Fotowalks, dass die Leute sagen, wir kennen deine Videos, wir kennen deine Bücher, deine Medienauftritte. Und das Schönste für mich war einmal, dass eine Dame dabei war, die zu mir nach der Tour gekommen ist und gemeint hat, also ich bin ehrlich zu dir, ich habe wirklich tagelang damit gehadert, ob ich überhaupt kommen soll, weil ich eben dein Buch habe und ich kenne die Fotos. Nur dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir das an. Und dann meinte sie noch, und es war super, weil ich kann jetzt auch die Geschichte meiner Großeltern besser verarbeiten, weil die haben mir immer erzählt, sie waren im Luftschutzkeller. Und die haben mir erzählt, wie schrecklich es war und wie eng es war. Und ich habe mir halt da nie ein Bild machen können. Und in diesem Keller, wo ich mein Fotowalk mache, das ist ein alter Luftschutzkeller, da hat man noch die ganzen Aborte, da hat man noch die E-Mail-Tafeln, wo steht Ruhe bewahren, Rauchverbot und so weiter und so fort. Und das fand ich dann für mich persönlich halt auch so schön, weil ich dann wirklich gemerkt habe, mein Ziel wird umgesetzt. Das heißt, das Ziel ist es, den Leuten ein bisschen dieses Bewusstsein zu geben, was natürlich jetzt beim Fotowalk nicht das primäre Ziel ist. Beim Fotowalk sind es die Fotos, aber trotzdem erzähle ich den Leuten was. Also auch da ist mir die Geschichte wichtig, aber dann eben im weiteren Sinne für die Führungen von unserem neuen Verein, da ist mir das eben ganz wichtig. Und da ist es dann eben wirklich schön, wenn man diese Rückmeldung bekommt, weil dann sehe ich einfach, mein Ziel funktioniert, meine Vision geht auf und es gibt nichts Schöneres, wenn die Leute, wenn es denen auch gefällt. Hier in Berlin sind ja die Brauereien sozusagen die Pioniere des Untergrunds. Gibt es auch in Wien Brauereikeller? Gibt es tatsächlich. Die Anlagen sind, wie fast jede Anlage in Wien, nicht öffentlich zugänglich und eigentlich auch nicht wirklich bekannt, wenn man sich nicht so wie ich damit befasst und interessiert. Gibt es eben tatsächlich eine ganz tolle Anlage, ist in der direkt unmittelbar neben Wien in Schwechat, das sind Luftlinie ein paar hundert Meter. Und da gab es die Schwechater Brauerei, gibt es noch immer, aber nur mehr ganz klein. Insofern spannend fällt mir gerade ein, weil von der Schwechater Brauerei, da habt ihr ja, also Berliner Unterwelten e.V., beim Abriss von ungefähr 10 Jahren war das, glaube ich, eine Treppe gerettet, die ja, du weißt es, Daniel, wo sie ist. Genau, bei der Tour M sieht man die ja. Also wenn man ja diesen neuen Gang hochläuft und dann links den Fluchttunnel hat, den originalen, dann läuft man ja nachher die Wendeltreppe hoch und die war eben in diesen unterirdischen Brauereihallen in Schwechat. Und man hat die Brauereihallen weggerissen, man hat aber schon vor 80 Jahren begonnen, Teile dieser Brauereihallen zu vermieten und zu verkaufen, weil diese Brauerei so riesig war und man einfach dann nicht mehr die Hallen gebraucht hat. Und da gibt es eine Anlage und das ist total beeindruckend. Da ist vor 80 Jahren einer auf die Idee gekommen, wie viele andere, man kann ja dort unten wunderbar Schwammerl züchten, Champignons züchten. Hat man gemacht, hat man bis in die Ende der 90er Jahre gemacht, aber bereits in die 80er Jahre hat man gemerkt, nee, also dieses Schwammerl züchten, das funktioniert nicht mehr so gut. Man kriegt es aus dem Ausland billiger und die Leute kaufen eher das Billigere, wie das, was wir da machen. Und dann haben die begonnen, mit Mercedes-Ersatzteile zu handeln. Das Resultat daraus war dann, dass Ende der 90er Jahre die Schwammerlzucht komplett abgeschafft wurde, beendet wurde und der Schwerpunkt auf die Mercedes Oldtimer gelegt und auf die Ersatzteile. Warum? Weil man hatte zu diesem Zeitpunkt schon über 60 Mercedes draußen stehen, die langsam vor sich hin vergammelt sind und es wurden immer mehr und mehr und dann hat man die ganzen Mercedes in diese unterirdischen Hallen geschafft und dort stehen die noch immer, fast 100 Mercedes, die dort wirklich alle Reihe an Reihe stehen und auch das ist die Unterwelt und auch das ist total spannend. Und das finde ich halt auch so schön, weil eben viele glauben, es gibt nur
Grüfte, es gibt nur Katakomben oder nur Bunker, aber auch solche Dinge gibt es in der Unterwelt. Also es ist wirklich total facettenreich. Man merkt schon, du kennst dich gut aus und man merkt auch schon, da kommt jede Menge Arbeit auf euch zu. Wir wissen ja schon, du bist regelmäßig hier in Berlin, aber kommt es denn auch zu Gegenbesuchen von Leuten von woanders zu dir? Was kannst du den Leuten anbieten? Ja, also definitiv mein Appell, wenn wer von euch, von den Berliner Unterwelten einmal in Wien ist, unbedingt anklopfen und Hallo sagen. Mich freut es, dass Jürgen jetzt wieder hier war. Vor ganz kurzem, den habe ich ein paar Anlagen gezeigt. Dietmar war ja letztes Jahr im November hier, auch das hat mich sehr gefreut. Ja, und ich freue mich immer, wenn auch andere kommen. Letztes Jahr auch im Jänner, also vor einem Jahr, waren die Kollegen aus Nürnberg hier. Also es kommt schon immer wieder zu Gegenbesuchen, wo ich dann auch immer mich sehr freue und immer auch gerne Anlagen zeige. Die Schwierigkeit ist halt, dass wir halt noch keine fixen Anlagen haben. Da ist es halt für mich auch schwieriger, dass ich jetzt sage, okay, passt, ich zeige das, 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 weil mir die Anlagen nicht gehören. Ich brauche die Genehmigung von den Hausverwaltern, von den Immobilienfirmen. Aber eins kann ich versprechen, wenn ich das früh genug weiß, dann klappt das auf jeden Fall. Und ich freue mich immer auf Gegenbesuch. Unbedingt vorbeikommen. Ja, und ich freue mich drauf, wie euer Verein wachsen wird. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz dolle die Daumen. Wir bleiben in Verbindung und immer wieder herzlich willkommen hier, Lukas. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Danke auch immer für die Gastfreundschaft. Und ja, ich freue mich auch sehr, wenn du einmal in Wien bist und wenn ich dir Wien von einer neuen Seite zeigen darf, wie es einfach keiner kennt. Und man kann nur abschließend sagen, Wien ist unterirdisch gut. Das ist mein Schlusswort. Ich sage tschö. Servus. Servus, Daniel. Bis bald. Ja, wie ihr hört, ist ein Besuch in Wien sozusagen Pflichtprogramm und Lukas Arnold nimmt euch gerne mit in den Untergrund der österreichischen Metropole, wenn ihr denn Bescheid gebt. Vielen Dank, Lukas, für diese wunderbaren Einblicke und ja, weiterhin viel Erfolg mit dem neuen Verein. Und damit schließt sich wieder ein Unter den Kulissen-Kapitel und ich habe mich sehr gefreut, dass diese 75. Jubiläumsausgabe mit dem Lukas aus Wien und seinem neuen Projekt gefüllt worden ist. Ich sage bis zum nächsten Mal mit Unter den Kulissen und Daniel Sturm. Horrido!